Digi, wir haben heute so einiges vor. Wir beide. Was haben wir denn vor? Wir gehören dorthin. Wir sind zwei Könige in der Luft. Stegi und ich haben heute die Möglichkeit, durch unsere Minecraft-Welt mit extremem Tempo zu fliegen. Was wir genau vorhatten, werdet ihr in diesem Video sehen. Und auch, ob unsere Pläne eventuell zwischendurch scheitern mussten. Fang den Ball! Ja. Nein! Sollte euch das ganze Video gefallen, lasst unbedingt eine positive Bewertung da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Auf geht es! Ich kann fliegen und du auch. Natürlich kann ich fliegen, weil wir haben jetzt mal so viel Fliegen geübt. Wir sind jetzt die absoluten Flugmeister. Wir sind so stark im Fliegen. Wir nehmen die engsten Lücken und werden euch heute auf jeden Fall zeigen, wie man mit sehr, sehr beeindruckenden Parcours- und Fly-Skills... Stegi, irgendwas ist faul mit dieser Challenge. Oh. Ah, du weißt, was ich gefunden habe. Stegi, warum finden wir so viele Outposts in dieser Challenge? Der Outpost findet uns. Du weißt aber auch ganz genau, was der Outpost so hat, was wir... Oh, ja. Ja. Yeah. Heute mit vollem Tempo. Ich leg vor, lass mich vorlegen. Nein, nein, wir machen gleichzeitig über Kreuz. Dann sieh die Motor, meine Damen und Herren. Es geht in 3, 2, 1, go! Oh, Warte, das ist ja ein Baum! Ich hab's aber geschafft, ich hab's geschafft, aber da war ein Baum. Der, das war so krass. Ich hab gesehen, wie du von der anderen Seite reingeschallert bist. Oh mein Gott. Okay. Das wird auch. Hä? Sag, nein, 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 Mayday, Mayday, mein Kollege ist abgestürzt. Hör mir mal ganz kurz zu, wir machen jetzt etwas. Wir beide machen die Prüfung, ob wir in der Lage sind, mit dieser wirklich sehr, sehr beeindruckenden Fähigkeit unsere Kraft oder Kontrolle zu halten. Oh, quasi so ein Superhelden-Ding quasi, ob wir mächtig genug dazu sind und so. Ja, so in die Richtung, so in die Richtung, so in die Richtung. In welche Richtung geht die Challenge? Du wirst es gleich sehen, es ist gleich eine Prüfung für dich. Bist du gut in Prüfung? Oh, bist du mein Zen-Meister? Naja, so, ja, vielleicht. Das war sehr gekonnt. Anderthalb Herzen interessiert dich nicht, ja? So. Nee, war kurz halbes Herz, das meinte ich nur. Ach so. Also war kurz ganz, ganz knapp gerade. Oh, Stegi, ich weiß nicht, ob du bereit bist dafür. So, Stegi, ich bereite jetzt mal was vor. Du darfst aber noch nicht gucken. Okay, ich sammle so lange Essen für uns. Oh, Stegi, ich weiß nicht, ob du das kannst, was ich hier mache. Stegi, das wird auf gar keinen Fall klappen. Du kannst gerne zurückkommen. Ich habe was vorbereitet für dich. Oh, 190. Ich sehe da was. Was siehst du denn? Beschreibe doch mal, was du siehst. Ich sehe drei Ringe. Wir spielen Quidditch, Harry Potter. Ich bin's. Stegi, pass auf. Du siehst drei Ringe vor dir. Einen Ring, 3x3, einen 2x2 Ring und einen 1x1 Ring. Okay. Jeder Ring ist ein Geldbetrag. Du darfst dir einen Ring von den drei aussuchen und du darfst einmal fliegen. Okay. Ein einzigen Versuch. Der ganz linke würde dir 1 Euro bringen. Der in der Mitte 10 Euro und der ganz rechts, der kleinste, bringt dir 100 Euro, wenn du es im ersten Try schaffst, dort durchzufliegen, ohne Schaden zu nehmen und mit Volltempo aus 270 Blöcken Entfernung starten. Das heißt, hinter diesem Fluss müsstest du loslegen. Nee, klar, ich muss auf jeden Fall das rechte Loch nehmen. Das ist klar. Wieso brauchst du Geld? Nein, aber 200 Mark sind immer geil, Dicker. Hallo? Einmal eins Loch, das ist echt leicht beim Durchfliegen. Okay, siehst du von deiner Render Distance von hier hinten die Ringe noch? Ja. Dann, hier ist dein blauer Wollblock. Von dort kannst du loslegen. Oder wenn du das schaffst, dann hast du dir aber wirklich 100 Euro verdient. Stegi, wie fühlst du dich? Ja, ein bisschen dick gerade. Ja. Ich weiß nicht, ob das klappt. Stegi, ich drück dir ganz so die Daumen. Falls dir was wehtun sollte, ich bin sofort da. Ich bin sofort als ärztlicher Experte da, um dich zu versorgen. Ich glaube, ich schaffe das. Ich habe wirklich jetzt das Selbstbewusstsein. Ich glaube, das kann ich schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das kannst. Und jeder drückt dir gerade die Daumen. Stegi, it's your time to shine. Auf geht's. Ich bin bereit. 3, 2, 1, los! Stegi, guck mal, siehst du die? Hier ist der. Die meintest du. Die meinte ich. Ich meinte nicht, dass Ach, du dich auch... what the fuck? Erster Mega. Versuch von Stegi. Action. Oh, Gott, das war nicht schlecht. Hast du es wirklich geschafft? Ja, das war so leicht. Mach du. Ja, super. Alles klar. Try läuft 11 Minuten und ich habe schon 100 Euro verloren. Das ist ja eine tolle Geschichte. Wir machen Basti Arm. Wir machen Basti Arm. Leute, ihr könnt ja gerne, by the way, ein Like da lassen und vielleicht den Kanal mal euren Freunden schicken, dass sich das entiert. Jetzt probiert er es. Er probiert es auch. Ah, scheiße.
Ja, ist cool, ne? Ich bin leider zu cool für sowas. Und damit kriege ich 100 Euro von Stegi ebenfalls! Oh, gegenseitige Gönnung! Gegenseitige Gönnung. Warte, ich fliege jetzt noch 1000 Mal durch den 3x3. Ich sag mal so viel. Du hast die Prüfung auf jeden Fall bestanden. Gratulation auf jeden Fall dazu. Wir sind beide bereit, heute Minecraft durchzuspielen. Und du weißt ganz genau, dass wir auch ein paar besondere Sachen noch vorhaben. Wir wollen mit unserer super starken Fähigkeit es hinbekommen. Hier ist ja wirklich ein Dorf. Wir werden, wenn wir heute ins End gehen, um den Enderdrachen zu töten, Hier sind pinke Schafe. Ja, ich hab's gesehen. Wir werden nicht einfach nur ins End gehen, um den Drachen zu töten, sondern wir werden in die End-City fliegen. Und das werden wir innerhalb von wenigen Sekunden schaffen und werden uns total overpowertes Equipment ranholen. Stell dir mal ganz kurz vor, was da so teilweise... Da sind Schatten des Fünf-Schwerter stehen. Naja, Fire Aspect 2. Full Dia, Prot 4. Der Drache wird weinen. Weißt du, was ich gerade aus Reflex mache? Was? Ich farm gerade Holz, weil ich eigentlich mit den Villagern traden möchte. Oh, ich auch. Aber wir sind so dumm. Wir müssen nämlich nicht mehr ganz simpel Holz abbauen. Wir werden alle Dörfer in unserer Minecraft-Welt komplett ausrauben. Wir werden heute nur mit ihm hier traden. Lass mal Real Talk, lass mal so viele Dörfer holen und alle Weizenblöcke immer aus jedem Dorf rausholen, bis wir genügend Emeralds haben. Aber wäre es nicht Diebstahl, Basti? Ich meine, es ist nur Diebstahl, wenn du dich erwischen lässt. Und in dem Fall sind wir schnell genug wieder weg. Und wir tauschen es ja wieder ein. Genau. Also wir versuchen hier einfach nur Inflation entgegenzuwirken. Genau. Wir nehmen da das Getreide und tauschen es woanders ein, dass die da mehr haben. Diggi, wie sieht es denn momentan bei dir aus mit dem Ressourcenfarmen? Du wirst jetzt nämlich ein Achievement sehen, was dich schocken lassen wird. Oha! Hast du einen Schatz gefunden oder im Boot? Ja, ich habe eine Schatzkarte in einem Boot gefunden und dann den Schatz gefunden. Also bei mir läuft es momentan nicht. Kriegt ihr deinen Namen? Da steht mein Name drauf, ja. Alter, wirklich ohne Mist. 25 Minuten in der Challenge. Ich habe wirklich so leckeren Stuff mittlerweile schon. Ja, ich habe so Sachen, die Spaß machen, aber die nicht nötig sind eigentlich. Das mit den Dörfern funktioniert richtig gut. Ja, ich habe bis jetzt aktuell 0 Weizenblöcke. Ich habe auch kein Dorf gefunden. Da über dir kreisen Geier. Wir präsentieren jetzt unseren Stuff, den wir gefarmt haben, in diesen Kisten. Darf ich nochmal schnell farmen gehen? Nein, es ist jetzt entscheidend, was du innerhalb dieser Zeit jetzt geholt hast. So, du siehst links, nicht reingucken. Rechts. Okay, alles rein, was ich habe. Deinen wertvollen Stuff, den du den Zuschauern präsentieren würdest. Und die Zuschauer müssen dann entscheiden, wer hat besser wertvollen Stuff gefarmt. Oh Mann, ich habe ja gar keinen guten Stuff. Ich habe gar nichts Gutes. Oh, ist das peinlich. Wieso fühlst du mich so vor? Leute, ihr müsst wissen. Oh nein. Alles, was ich hier habe, habe ich selbst mir erarbeitet. Ich habe auch immer nicht Ausbeutung betrieben. Wenn da ein Dorf war mit viel Weizen, ich habe die Hälfte stehen lassen, weil ich dachte, die Dorfbewohner brauchen auch was. Lacht mich ruhig aus. Schau in die Chests und lacht einfach. Wir gucken zeitgleich in die jeweiligen Chests. Du gehst in meine und ich gehe in deine. 3, 2, 1, auf! Meine Auge ist blendet! Oh Gott, so viel Reichtum! Alter, danke, dass ich mit dir spielen darf, Basti. Das ist alles, was ich habe. Es war mir so klar, dass du es schön anrichtest. Ich habe es am Anfang auch erst gemacht, ne? Aber ich habe hier nicht mehr. Das ist ja was ist das? Du hast 3 Äpfel reingepackt. Was ist denn? Ja, bitte mach dich nicht lustig. Alright, Stegi. Meinst du, das ist genügend Stuff, dass wir sagen können, auf in den Nether. Das glaube ich. Okay. Er denkt, er kann das jetzt töten. Er denkt so, ja, gleich habe ich ihn gleich. Oh. Wow. Das war saugefährlich. Hey, freshes Outfit, aber du siehst gut aus. Yeah, Mann. Du siehst on fire aus. Ich sterbe. Du hast ja schon alles vorbereitet. Naja, alles fertig. Oh, selbst wenn wir keinen Festungsspawn haben, weißt du selber, wie schnell wir in der Lage sind, eine zu finden. Komm mal, einmal ganz kurz sneaken drücken. Habe ich. Festung. Alter. Wer hat die erste Blaze Rod im Inventar? Hat gewonnen! Hey, warte. Oh Gott, was? Warte, Shaggy, okay, ja, du hast gewonnen, meinetwegen, aber ich will nicht sterben. Was ist denn hier los? Junge, na. Nee. Junge. Alter. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was machen wir jetzt? Das ist wirklich nicht so leicht, gegen die zu kämpfen, ne? Ja, ich mache ein Flugkommando. Boah, Stegi, hier sind so viele, ne? Ja, ich lande auch wirklich nicht. Boah! Das will ich gar nicht. Stegi, es ist alles voll. Ja, das ist echt krass. Alles voll. Alles voll, Alter. Ich sag's dir ehrlich, diese Festung, ohne diese Fähigkeit... Ich hätte eine andere Festung mehr gesucht. Okay, wie sieht's bei dir aus? Bei mir gut. Arschgeil. Stegi, wie viele Blaze Rods hast du geholt? Eine, und die behalte ich. Die verteidige ich gerade die ganze Zeit. Das geht nicht.
Ey, Real Talk, bin fertig. 7 Stück habe ich. Ich habe eine. Wir haben es zusammen geschafft. Das Team schafft alles. Ja, ist vollkommen richtig, Stegi. Wie hast du denn heute Lust, an deine Enderperlen zu kommen? Ja. Ich will bei einer Bridge bashen. For real? Sicher? No, ist keine Bridge. Es ist eine Thresher, glaube ich. Oh, Stegi, das ist die Bastion, die wir wollen, ne? Echt jetzt? Naja, das ist die mit dem OP-Raum. Stegi, ich habe das Gefühl, das könnte hier knapp werden. Ich habe echt auch ein bisschen das Gefühl, dass wir hier sterben werden, früher oder später. Meinst du? Ich habe auch sehr stark das Gefühl, dass man hier stirbt. Digga, jetzt merke ich es, wenn wir hier rumlaufen, ist Minecraft durchspielen ohne Sneaken in dem Moment. Es ist super schwierig. Ich will nur schnell unten einmal in die Kisten. Stegi? Jackpot, Jackpot, Jackpot! Haben wir geilen Shit? Wir haben sehr geilen Shit. Oh mein, was? Stegi, wir sind die coolsten gleich auf dem Server. Wie ihr mich anguckt. Junge, was machst du mit meinen Freunden, ey? Was? Ihn juckt es nicht. Digga, er ist der Beste aller Zeiten. Wie dieser ganze Stuff so übertrieben durchquillt, ey. Hast du die Enderperlen? Ich hab 21 Stück. Oh, ja, das ist für die Version gut. Also ich würde sagen, wir haben eine sehr, sehr erfolgreiche Nether-Expedition gemacht. Ja, das Und stimmt. Ich glaube, es wird noch krasser, mein Lieber. Oh Gott. Das war gerade krass, ey. Hey, hey, hey. Und ich habe gehört, dass wir auch glücklicherweise genügend Obsidian haben, um hier rauszukommen. Oh, zurück in die Overworld! Wie viel Geld bekomme ich, wenn ich in das 3x3-Portal fliegen kann? 1 Euro. Digga, wenn du jetzt stirbst, ich bin mad. Boah! Alter! Alter, Stegi, auf die Position. 3, 2, 3, 2, 1. Fang den Ball! Ja! Nein! Nein! Das hast du nicht gemacht! Das kann gar nicht sein! Nein. Ich war nicht so schnell! Nein. Ich war nicht so schnell! Nein. Oh nein! Wir werden jetzt ganz schnell uns nur ein paar wirklich nötige Sachen zusammenfarmen. Danach werden wir so schnell wie möglich in den Nether gehen und werden alles Notwendige machen, um Minecraft durchzuspielen. Ich würde sagen, wir sind fertig. Bauen Sie uns ein Tor. Ein Tor in die Overworld. Und wir werden jetzt versuchen, Minecraft durchzuspielen. Aber vorher werden wir noch was anderes erledigen, weil Goldrüstung ist cool. Aber was soll sich der Drache denken, wenn wir da mit Gold- und Eisenrüstung ankommen, Stegi? Cringe. Deswegen. Und was wird er sich denken, wenn wir mit einem Sharpness 5 oder mit einer FI5 Stierspitzhacke ankommen? Aua. Deswegen holen wir uns besseren Stuff. Es geht zurück, es ist unterm Dschungel. Hier runter muss es sein. Ja gut, dann warte, ich werf hier nochmal. Ja, beim Lavasee. Oh Gott. Oh Gott, Stegi. Pass doch auf! Ah! Ah, vielleicht ist das gewohnt, die Temperatur, weißt du? Darf ich? Ja. Oh, ja, ja. Oh! Endlich! Mann. Oh mein Gott, wir haben uns das aber auch verdient. Wir spielen Minecraft durch, wir spielen Minecraft durch. Wir spielen Minecraft durch und ihr seid dabei. Leute, wir holen uns noch bessere Rüstung, das ist true. Ich habe viele Sackgassen schon gesehen auf jeden Fall. Ja, wir werden es jetzt zu zweit schon mal hinbekommen. So langsam werden Schalker-Kisten praktisch. Ja, okay. Na klar, können wir uns auch noch holen, auf jeden Fall. Ich hab's. Oh. Meine Damen und Herren, man könnte denken, dass wir jetzt halt ein bisschen entspannt den Drachen jetzt töten wollen erstmal. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, Stegi, deine Klamotten sehen nicht mehr so frisch aus, ne? Nee, voll geschwitzt, komplett verdellt, überall Kratzer. Ja. Aber was kann ich mir holen? Ich sag's dir so, wir werden... Leder vielleicht? Oh, Leder, ich würde sagen Diamant. Blau würde dir gut stehen. Klar, Diamant, wir sind gerade im Stronghold, wo sind wir Diamant herbekommen? Naja, vertrau mir mal. Ich habe eine Fähigkeit und mit der können wir ganz schnell in eine Entity fliegen und dort sind viele weitere Kisten auf uns am Warten. Okay. Ran zu holen! Let's go. Drache, wir... Oh, cool. Ich hab Angst, dass die runterstürzen. Es geht rund in Richtung Osten. Ich find's so schwierig und gefährlich hier zu fliegen, weißt du warum? Weil du nicht siehst, auf welcher Höhe du bist, ne? Ja, ja. Holy shit, ich wusste es nicht, dass es so ist. Stegi, bei mir sind irgendwie auf einmal andere Sachen als nur Void. Oh, bei mir auch. Oh, ja. Ich habe die erste. Holt jeder für sich selber so ein bisschen den Stuff? Ja, ja, würde ich schon sagen erstmal. Ja. Hast du was Gutes? Ja, also ich habe Smite 5 Schwert und einen Eisenhelm. Könnte besser sein. Das könnte definitiv besser sein. Ich habe auch ein Schiff gefunden und eine große Entity. Und jetzt werden halt die ganzen Entities werden auf dieser Höhe sozusagen spawnen. Man kann es ja einschätzen. Ich glaube, ich kann so einiges gerade einschätzen. Krassen Stuff. War schon lecker. Oh, yeah. Es geht los. Und Alter, wir können uns gleich einfach eine Elytra... eine Elytra holen. Oh, ich habe eine Ant City ohne. Es gibt sehr viele Ant Cities auch ohne Schiff, oder? Ja,
Und von einer Entity soll ich jetzt dann einfach in eine Richtung straight weiter. Wo du da einmal eine gefunden hast, dann werden da auch noch weitere kommen. Wie sieht's bei dir mit der Dia-Rüstung aus? Ich habe noch gar nichts. Meine erste Entity gerade gefunden. Also wenn nicht, kann ich da was mitnehmen, Meister. Jo, also auf jeden Fall, wenn du irgendwas doppeln hast oder sowas, dann nimm auf jeden Fall momentan mal mit. Oh, ich habe eine gefunden. Juhu. Yeah. Also ich hätte jetzt auch alles bis auf Helm nochmal spare für dich, wenn du jetzt noch was brauchst. Junge, macht das Spaß. Ey. Ja. Alter, es ist so chillig irgendwie. Wir können dem Drachen noch was mitbringen. Von mir aus können wir uns treffen. Ja, dann lass es so machen, dass du so ein Portal suchst und dadurch dann gehst. Und dann sind wir beide beim Drachen. Okay, ich hätte so ein Portal-Ding. Ich suche ein Portal. Oh, hab ein. Alter. Mann, voll dumm. Ich habe so viele Bücher. Ich kann mir kein Emblem machen. Aber Stege, ich bin guter Dinge, dass wir es trotzdem auch hinbekommen werden. Okay. Ja, ich glaube auch, dass wir das schaffen. Ich meine, wir sind fast full Team. Stege, ich bin bereit. In 3, 2, 1. Warte, was? Let's go. Gehen wir rein. Hi. Moin. Oh, Stege, hier, nimm den mal mit. Junge, zieh dir mal was an. Dankeschön. Junge, endlich. Der Enderdrache wird sich... weg! Wow, cringe! Ich würde mal sagen, lass uns doch mal den ein oder anderen Crystal wegballern. Die Iron Bar-Dinger lässt du mir? Ja, klar. Stege, wenn es Heart of Heart kommt, ne, sagst du mir Bescheid, denn ich hätte einen OP-Gold dafür noch. Natürlich. Und wir haben schon alle. Wir haben schon alle. Junge, das ging ein bisschen zu schnell. Enderdrache, du fliegst ein bisschen langsam, kann das sein? Also. Oh Gott, rennen! Das ist der Moment, auf den wir hingearbeitet haben, ne? So, er purged. Oh! Oh, oh, oh! Stege, es ist sehr, sehr angenehm, aber auf dem Boden fühle ich mich gar nicht so vertraut. Tja, er denkt, er ist in der Luft wieder sicher. Zack! Es macht so Spaß, wie man ja, zu fliegen. Ja, ja, es ist ultra nice. Warte, Stege, ich habe noch eine kleine Überraschung für ihn. Oh, das ist aber frech. Das ist das sehr ist frech, aber ich gönn mir mal was. Oh. Oh, das hat noch nicht gereicht, oder was? Komm mal in Richtung Westen, auf den höchsten Tower. Warte. Ich bin da. Es wird Zeit, noch mal ein paar nice Shots zu hitten. Du hast den ersten. Versuch ihn aus einer schönen, weiten Entfernung gleich. Zack. Alright, der nächste gehört mir. Dann flieg mal cool, Mann. Wie langsam er hochfliegt. Ich krieg euch gleich. Also, du bist dran. Oh, was kommt jetzt? Oh nein. Oh doch. Oh nein. Ja, hätte ich ein bisschen weiter schießen können, dann hätte er safe getroffen. Der hätte wirklich getroffen. Ja, der war nicht so verkehrt. Was denn, wie wollen wir es beenden? Ich weiß es nicht. Ich würde aber schon sagen, wenn schon, dann müssen wir es ja schon irgendwie mit unserer Ability machen. Das heißt, ihn irgendwie hinterherfliegen. Im Flug hitten. Okay. Kreuzflug. Wir überkreuzen uns und fliegen ihn jetzt an. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1, auf geht's! Ja, moin, er hat mit uns Schaden gemacht. Hä? Ich hab eben das recht solide immer geschafft. Oh, jetzt, du musst geslowt sein. Oh, hat nicht geklappt. Ich beende Stegi. Oh, das ist stylisch. Oh, na, das haben wir uns sowas von verdient, nachdem wir beim Sport ein paar Probleme hatten, sag ich mal so. Wir sind dran geblieben. Wir drei haben es geschafft. Guck mal, wie er winkt. Ey, sau gut, Mann. Ey, Alter, hier. Check doch meinen Kanal aus, ey, Jungs, Alter, wann machen wir die nächste Challenge? Ja, Leute, also, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Danke an Stege, dass er bis 2:30 sich die Zeit genommen hat, mitten in der Nacht mit mir diese Minecraft-Challenge zu spielen. Ey, bitteschön. Es hat wirklich Bock gemacht. Und es war sinnvoll, wie wir es gemacht haben. Stege, schön, dass du da warst. Ja. Juhu. Ey, vielen Dank für die Einladung.